Freunde, es ist Zeit für den großen Reveal. Hai bekommt jetzt die Augenbinde und bekommt dann zum allerersten Mal mein Matty Edition Somnium Deck in die Hand gedrückt. Er weiß noch überhaupt nicht, wie das aussieht. Falls du mein Making-of-Video verpasst haben solltest, in welchem ich ganz genau erklärt habe, wie das Deck entstanden ist, was unsere Ideen dahinter waren und so weiter, dann schaut euch auf jeden Fall gerne auch noch das Making-of-Video auf meinem Kanal an. Und auf Hais Kanal gibt es dann meine Reaktion auf sein Somnium Deck. Also schaut euch beide Videos auf jeden Fall bis zum Schluss an, damit ihr auch alle Details seht. Das hier ist gleichzeitig nämlich auch das Unboxing für diese Edition. Boah, ich bin so hyped, Alter. Okay, let's go. Komm, was ist es, ey? Ja, genau. If you're ready, come and get it. Ich habe hier das Matty Edition Half Brick liegen. Riech mal. Riech, nimm mal erstmal eine Nase. War gut? Das war mein Anus. Ah ja, gut. Das wusste, es kommt mir bekannt vor. Ja, ja. Okay, ich leg's vor dich. Ja, fühl mal, wie fühlt sich das an? Eine Brickbox. Ist eine Half Brick Box, ja. Wir haben jetzt 1,5 Jahre lang unabhängig voneinander an einem Kartenspiel gearbeitet. Jo. Was vermutest du, was das Thema meines Decks sein könnte? Oh, actually, ich hab gar keine Ahnung. Du hast mich jedes Mal wieder verwirrt. Ja. Weil du gesagt hast, du wirst komplett was anderes sehen, was du dir vorstellst. Ich denke, es wird bunter, fröhlicher, so in dem Dreh. Okay. Aber sonst habe ich halt echt gar keine Idee. Also in diese Meme-Richtung wird es ja nicht, hast du gesagt? Keine Meme-Richtung, nein. So ein bisschen, aber nein. Hä? Wenn ich das jetzt gleich sehe, erwarte ich ein cooles Erlebnis. Aber du weißt nicht irgendwie ein Thema oder sowas? Absolut gar kein Plan. Hast du das mit Lel zu tun? Ich habe das mit Leo zusammen, mit dem ich auch Lel gemacht habe. Mit dem, der hat das designt, genau. Ja. Aber es hat inhaltlich nichts mit Lel zu tun, nein. Oh! Es ist etwas... Es fällt. Es fällt? Okay, okay, okay. Dann wird es Zeit. Das Universum sagt, es wird Zeit. Soll ich gucken? Ja, guck. The fuck is this? Ja, genau. What is this? Cyber Edition. Ich bin doch so ein Science-Fiction-Cyberpunk-Fan. Ich liebe alles, was mit Cyberpunk zu tun hat. Deswegen wollte ich schon immer mal so eine Cyberpunk-Edition machen. Digga, was? Jetzt verstehst du auch, warum ich gesagt habe, Digga, mein Trailer, ich brauchte eigentlich 100.000 Euro Budget. Cyberpunk Edition. Sehr interessant. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie du auf die Karten reagierst. Weil das sagt ja jetzt noch gar nichts über die Karten. Aber cool. Ja, aber das ist nur das Half-Brick. Mach mal auf jetzt. Mein Bein. Ah, mein Bein. Mein Bein. So, ja, dann mach mal auf. Augen zu noch. Okay. Und ich mach die jetzt gleich auf. Ja. Das Ding ist, die Schachtel sagt noch gar nichts über die Karten. Wenn du gleich die Rückseite siehst. Das ist nämlich das Backdesign. Ah, interesting. Ja, das ist das Backdesign. Interesting. Da ist ein M für Matti, so mit eingearbeitet. Und fällt dir an diesem Design was auf? Das siehst du gleich spätestens bei den Karten. Ich zitter gerade, ne? Das war jetzt 1,5 Jahre Arbeit. Also so M sieht man auf jeden Fall, ne? Ja. Das ist cool gemacht. Das waren 1,5 Jahre Arbeit jetzt. Und das war so schwer, das geheim zu halten, auch in den Streams und so weiter, weil ich wollte euch ja schon so ein paar Sachen mit auf den Weg geben, aber ohne, dass irgendwie für Hai irgendwas gespoilert wird. Das ist wirklich... Cool. I like it. Ja, ich bin gespannt, wie du die Karten dann findest. Wie gesagt, also die Farbkombo, die muss man fühlen. Ja. So. Entweder man liebt es oder man hasst es. Ich verstehe jetzt, was du gesagt hast. Ja. Entweder man fühlt, bei mir ist es auch gleich sehen. Entweder man fühlt oder man fühlt es nicht. Ja. Es ist sehr riskant auf jeden Fall. Ja. Risky, risky. High risk, high reward. Ja, genau. Und jetzt guck mal. Sehen wir nochmal hier, dass es da das Somnium-Symbol ist. Ja, so. Das ist das Logo, genau. Und jetzt guck mal. Guck mal, Bro. Oh. Borderless, aber nicht Border. Aber jein. Es hat eine Border, aber es ist, ja. Jein. Also, genau. Es ist so ein Mix. Ja. Cool. Wait a minute, Digga. Wait a minute. Ich muss einfach ein paar flourishes Statements machen. Ein Digga, Fan oder so. Wenn du die Karten fühlst, ne? Ich weiß nicht, wie es bei deinen ist. Ja. Das siehst du gleich selber sehen. Mann, ich will alles spoilern die ganze Zeit. Ah, erstmal Fächer, ja. Oh. Ja, genau. So habe ich auch reagiert. Ja. Danke, oder? Krass, ja. Ja. Auf der Seite. Ja, genau. Hm. Ja. Ja, okay. Ja. Von der Quali? Mach mal einen Fächer mit der Vorderseite. Oh. Hm. Ja, genau. Ja. Reverse, invertiert. Weißt du? Was haben wir hier? Das ist die Joker wahrscheinlich? Nee, das ist nicht Joker, das sind 2 Gift-Karten. Aha. Das ist nämlich das Backdesign, dann glitscht das Backdesign zum Symbol, dann machst du wieder einen Color Change, dann hast du das Symbol und dann machst du einen Color Change mit einer Blankokarte und dann hast du nach und nach, hast du dann das Motiv weggeglitscht. Da sind die Joker. Ah, Pino. Ja, genau. In Cyber. Aha, Cyberpunk Pino. Ah. Interessant, du fängst hinten an. Aber nimm mal eine Karte in die Hand und mach mal, fühl mal, wie dünn die sind, Digga. Ist krass, oder? Ja. Brutal dünn. Ich glaube, das sind die dünnsten Karten ever. Ist richtig. So, meine fühlen sich sogar ein bisschen anders an. Ja, krass. Was hat das für eine Ähnlichkeit? Ich finde, das ist sehr ähnlich Prestige. Echt? Ich finde es weicher als Prestige.
Sie war schon sauweich. Prestige fand ich relativ hart im Vergleich zu zum Beispiel 7. Okay. So. Aber gut, so sieht es jeder anders. Das ist ja auch gut. Das sein. Ist das Peak Ass, genau. Und du siehst nämlich, und das meinte ich mit ultra riskant, und das erwartet keiner von Matti, das ist nämlich ein Cardistry-Deck. Hm. Kannst du gar nicht so krass gut mit zaubern. Klar kannst du, aber der Zuschauer will da nicht viel erkennen. Ja. Es ist halt eher ein, und guck mal auf die ganzen Details. Es gibt super viele Details da drin. Da hat sich Leo echt selbst übertroffen. Und die Geometrie ist auch mal was ganz anderes. Guck mal, wie ein S für Somnium, ne? Die 8. So ein bisschen. Ja. Ja. Und jetzt kommen die Face-Karten. Jetzt bin ich gespannt, wie du darauf reagierst. Das ist nämlich ein erster Bube. Das ist Leo. Digga, das denn? Das ist nämlich jedes... Das ist sehr Cyberpunk-Style. Ja. Jedes Symbol, also Pik, Herz, Kreuz und Karo, das sind so verschiedene Klassen. Weißt du? Oh, krass. Ja. Das ist Maggie. Und das ist die erste Karte, die actually designed wurde. Damit hat alles angefangen. Ich meinte, Leo, genau das machen wir. Das ist nämlich der bionische Auge, Matti. Ega. Mhm. Ach komm, wie viele Details, ne? So, Karo. Genau, die Zahlenkarten. Also, ist klar. Ähnlich. Ja. Aber cool. Ja. Ein Ansatz. So. Dann der nächste Buch ist auch wieder Leo, aber in anders. Das ist die andere Klasse, auf die Karo-Klasse. Ein bisschen. Aha. Anna, ne? Das ist Anna. Anna Maria, ja. Meine ich. Genau. Das ist auch wieder Matti, du siehst so ein bisschen an den Lippen, aber komplett anders, Digga. Jetzt bin ich gespannt, wie du reagierst. Jetzt nämlich Kreuz. Space. Aha. Ja. Zahlenkarten, soweit so gut. Und das ist der Tobi. Tobi. Ja, genau. Sieht aus wie so ein einer aus Overwatch. Soldier 76. Ah ja. Guckt er aus. Aha. Die Roxy. Ja, genau. Und guck mal, der Matti. Aber das Ding ist, man sieht trotzdem auch so diesen Leo-Zeichenstil, weißt du? So, so ein bisschen ist das, weißt du, noch mein allererster Merch früher? Du bist ein Telefon das und so? Das glitscht sogar hier. Ja. Cooles Detail. Nee, das ist Soldier 76. Aha. Und das ist Herz. Herz. Das sieht aus wie Peak, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja, die ist eine Ähnlichkeit, ja. Aber hier ist wieder ein anderes Detail. Hier ist, es sind immer bei jeder Farbe sind so andere Glitches. One-Way. Ja, ist auch teilweise One-Way. Ah. Aha. Aha. Die, was ist das denn? Das ist nämlich der Tobi mit dem Tobi-Blick. Guck mal. Die Herz sind nämlich die Tanks. Das sind nämlich die Muskulösen. Ah. Das ist Theresa. Und das ist auch wieder der Matti. Aber guck mal auf die. Ja, wir übertreiben, Digga. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist die Matti-Edition, die Cyber-Edition. Sehr interessant. Und wenn du dir die Schachtel nochmal anguckst, da ist auch wieder ein Reveal drauf. Kreuz. Wäre lustig, wenn wir die gleiche. Hast du auch Kreuz 3? Nein. Okay. Oben steht auch wieder Dream und Create in den Laschen. Das habe ich beibehalten. Ja, genau. Genau. Das Symbol der Edition. Der Glitch geht perfekt über mit den alten Editionen, die Linien. Genau. Und es ist halt hier Created by Matthias Berger, also eins von 7500. Ja. Ah, cool. Das ist das Matti-Deck. Und was sagst du? Ja. Ich glaube, deins ist das nicht so, oder? Oder würdest du das auch benutzen, so für Cardistry oder so? Ich finde, das ist so ein bisschen so dieses geometrische. Für mich, 100% Real Talk, für mich ist es jetzt zu bunt, ne? Ja, es ist nicht. Ja. Ne, aber trotzdem für die Idee und für die Umsetzung, Digga, 10 von 10. Nice, danke. Ne, also, das ist halt wirklich gut gemacht, so. Fett, danke. Das ist halt. Digga, also wer diese Farbkombi mag, wird es halt auf jeden Fall glücklich damit. Das Ding ist, ich habe vor 1,5 Jahren mit Leo beschlossen, wir machen Gelb mit Blau. Nice. Nice. Das war vor 1,5 Jahren, bevor ich diese Farbenblindenbrille hatte, ne? Mhm. Jetzt habe ich diese Farbenblindenbrille und dadurch, ich habe eine neue Lieblingsfarbe. Blau war ja immer meine Lieblingsfarbe. Ja. Jetzt liebe ich Gelb am meisten. Echt? Ja? Und jetzt ist Blau meine beiden Lieblingsfarben. Jetzt kommt, Digga, weißt du, wie krass das durch diese Brille aussieht, weil es so neongelb ist? Ja. Jetzt verstehst du auch, warum ich meinte, ich brauche keine Veredelung. Ich brauche keine Glanzfolie oder so. Siehst nee, du brauchst auch, du nicht. Ne? Also, wenn du jetzt hier veredelt hättest, wäre es einfach. Das wäre Overkill. Das wäre zu viel. Das hätte so geblendet. Das Auge wäre so am Arsch. Meine Augen! Mein Mann! Das gefällt mir mehr. Das ist Cardistry, das ist eine Copac Cardistry Deck. Achso, Copac Alpha Deck hieß das. Ja, genau, ja. Das ist auf jeden Fall cooler, finde ich. Ja, ich finde es sehr, sehr nice. Digga, egal welchen Winkel du das spreadest, ob so rum oder so rum, oder ob schräg. Ja, ja, es sieht sogar schräg nice aus. Es sieht wirklich. Durch die ganzen Elemente. Wirklich cool aus. Oh, das sieht ja fett aus. Nein, das habe ich nicht mal gemacht. Tja, nee, aber ey. Bro, ich hab wirklich gar nicht damit erwartet. Oh shit, Digga. Ja, Cyber. Gar nicht so, ne? 7500 Decks, Freunde. Somniumcards.de, bald sind die am Start. Wir müssen nochmal so ein Video machen, wie du auf meinen Trailer reagierst. Weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nee.
Ich feier das. Nice. Hast echt einen guten Job gemacht. Leo, Kuss auf jeden Fall. Freut mich. Du hast Somnium nicht bespuckt. Ja. Mit deinem Skill. Ja. Das ist mal was anderes, weil wenn du so die Somnium-Decks alle in eine Reihe legst, das sticht anders raus auf jeden Fall. Ja. Das ist mal was komplett Neues. Und vor allem Somnium-Deck ohne Somnium-Logo. Aber indirekt mit eingebaut im Logo. Ja. Indirekt ist es mit drin. Krass, also wirklich gewagt, dass du sagst, nee, das Logo kommt gar nicht oder so. Aber ich bin auf dein Deck voll gespannt jetzt. Das drehen wir gleich direkt hinterher. Das kommt dann ja auf deinem Kanal online. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Falls das schon online ist, dann verlinke ich euch das hier natürlich. Klickt euch hier rein. Let's go. Das Deck ist natürlich für dich, das darfst du behalten. Ja.